und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Heute habe ich einen sehr bekannten Agility-Sportler für die Folge gewinnen können, der mit seinen belgischen Schäferhunden durch den Parcours tanzt. 1998 hat es damals mit einem deutschen Schäferhund bei ihm angefangen, etwas Agility-Luft zu schnuppern. Und gleich 2 Jahre später machte er den Trainerschein dazu. Seit 15 Jahren gibt er schon Trainings und Seminare außerhalb vom Verein und stellt Parcours für andere Agility-Teams als Richter. Er richtet nicht nur große Veranstaltungen, sondern nimmt auch selbst daran teil und fuhr mit 3 verschiedenen Hunden mehrfach auf die WM der belgischen Schäferhunde im Agility. Auch mehrfache Teilnahme an WM-Qualis, German Classic, VDH-Meisterschaften und 2-fach qualifiziert für die EO sind nur ein Bruchteil, was auf seinen Leistungskarten vermerkt ist. Und auf meine Frage vorab, warum er Malinois im Agility führt, hat er eine aussagekräftige Antwort gegeben, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Malinois ist wohl der vielfältigste Hund mit starkem Charakter und sehr enger Bindung zum Hundeführer. Seine Optik, die besticht durch Eleganz, Stärke und Ausdruck, wird nur noch überboten von seinem Wille und der Energie, die diese Hunde ausstrahlen. Was ihn an Agility fasziniert, ist, dass kein Turnier ist wie das andere. Kein Parcours wie der andere. Höchste Präzision, die Vielfältigkeit, Mensch-Hund muss eine Einheit bilden. Agility verändert und entwickelt sich ständig weiter. Und deshalb werden die kleinsten Fehler, die ein Mensch im Parcours macht, meistens bestraft. Entweder habe ich schlechtere Zeiten oder ein Fehler oder eine Disqualifikation. Ich freue mich sehr, von ihm heute mehr zu hören und sage herzlich willkommen, Dieter Heinrich. Ja, hallo, ich grüße euch. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Anfrage und ich bin schon sehr gespannt, was heute alles auf mich noch zukommt. Ja, und wie wär's? Legen wir gleich mal los. Du kennst es ja sicherlich. Vor langer, langer Zeit bist du auf den Hund gekommen. Wie denn? Oh, das ist wirklich schon lange her. Da habe ich sogar noch bei meinen Eltern gewohnt. Die hatten schon einen Hund, damals einen Sheltie. Meine Schwester, die hatte Hunde, die hatte einen Collie. Und deswegen war eigentlich Hunde schon immer irgendwo auch ein Thema bei mir. Und dadurch habe ich dann irgendwann mal auch den Bezug zu Hunde entwickelt. Und wie bist du dann ins Agility gekommen? Oh, das war natürlich dann ein sehr langer Weg. Ich hatte dann erstmal lange Zeit gar keinen eigenen Hund. Daran habe ich auch nie gedacht letztendlich. Dann habe ich irgendwann mal eine Freundin gehabt, die hatte selber einen Hund. Wir sind zusammengezogen und dann war der Hund einfach schon mal da. Aber witzigerweise wollte ich eigentlich gar keinen Hund, sondern eigentlich eine Katze. Das Problem. Das Problem war nur, ich habe dann irgendwann mal festgestellt, ich habe eine Katzenallergie. So, somit war die Katze draußen. Aber irgendein Tier wollte ich dann schon auch noch haben. So, also alle haben Hunde, Family, alle haben Hunde. Gut, dann will ich auch einen Hund. So, alle hatten einen Langhaarhund, also wollte ich auch einen Langhaarhund. Collie wollte ich nicht unbedingt, weil ich da nicht sicher war, ob ich mit dem überhaupt so das machen möchte. Ich war schon immer sehr aktiver Mensch und wollte auch ein bisschen aktiv mit dem Hund sein. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt's denn da noch alternativ? Dazu bin ich dann zum deutschen Schäferhund gekommen, aber als Langhaarversion. Ja, und dann habe ich von der Entscheidung zum Hund bis zum Hund hat es 4 Stunden gedauert. Das ist wenig. Ja. Damals gab es noch so eine Zeitschrift, die nannte sich Sperrmüll. Das war, weiß ich noch wie heute, die kam donnerstags raus. So, Hund, ja, ich will Hund. Sperrmüll, gekauft, aufgeschlagen. Züchter, stand da irgendwie drin, verkaufe, deutscher Schäferhund. Rüde, ich wollte aber eine Hündin, egal, ich rufe da trotzdem mal an. Angerufen, ja, ja, die sind noch da, die sind jetzt 9 Wochen alt, können wir vorbeifahren. Na gut, ich komme gleich vorbei. Aber das waren, ich weiß nicht, 100 Kilometer irgendwo durch die Pampa zu fahren, habe ich dann gemacht. So, angekommen, Hund angeschaut, fand ich ganz witzig damals, ne? Schuh im Mund oder ja im Maul, 2 Mal um den Tisch rumgelaufen, und sagt, den nehme ich nicht. Ne? Also so kommt man dann zu einem deutschen Schäferhund. So. Ja, und dann ab diesem Tag habe ich einen Hund gehabt. Ich würde sagen, das sagt jetzt schon viel über dich aus, was Spontanität angeht. Ja, ja, ich denke schon, ja. Also ich bin schon ein sehr spontaner Mensch auch und damals war es auch klar. Also wenn ich sage, ich will einen Hund,
dann kommt ein Hund her. Und was hast du dann mit diesem Hund alles gemacht, deinem ersten eigenen Hund? Ja gut, klar war eigentlich, gut, deutscher Schäferhund wird groß, ne? Haben eh auch nicht so den Top-Ruf. Hundeplatz wäre, glaube ich, dann sinnvoll. Ja, da bin ich bei uns in der Nähe, wo wir gewohnt haben, zu einem Hundeplatz, deutscher Schäferhundeplatz. Da war aber dann das Problem, oh, der kommt nicht aus der Linie hier, wo wir alle die Hunde haben. Ah, den wollen wir hier nicht so arg haben. Und dann habe ich noch nachgefragt, damals total ungewöhnlich, Welpenschule. Dann war ich eigentlich schon draußen. Ne? Die haben gesagt, Welpenschule, nee, wir lassen unsere Hunde hier nicht verbeißen. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich jemanden kennengelernt habe, der mir dann einen Hundeplatz empfohlen hat, da wo es dann sowas gibt. Ja, und dann bin ich dann, glaube ein oder zwei Wochen später, dann war der Hund auch schon ein paar Tage älter. Ich weiß, er war 13, 14 Wochen alt, glaube ich. Damals bin ich zum Hundeplatz gekommen. Ja. Und was hast du denn da für eine Sportart mit deinem Hund gemacht oder war das nur so allgemeines Hundetraining? Gut, allgemein war es erstmal Welpenschule, dann Junghundeschule und damals gab es natürlich auf dem deutschen Schäferhundeplatz, was gab es? Schutzdienst. So hat es damals zumindest noch geheißen. Schutzdienst, Pferdenarbeit, aber die waren schon ein bisschen weiter und es war einer der ersten Vereine dort in der Region, wo schon ein paar Sportler Agility gemacht haben, aber nicht in diesem Verein, sondern die waren in einem Verein, der wo ein paar Ortschaften weiter waren. Aber das Thema war dann schon irgendwo immer im Raum, dass es dort mal angeboten werden sollte. Und so kam das dann auch? Ja, eigentlich nicht. Ich habe natürlich, klar, meinen deutschen Schäferhund, da macht man keine Agility, was ist denn das? Na, das gibt's ja nicht, das ist irgendwas für Frauen oder was weiß ich was, für irgendjemand. Nee, ich habe einen deutschen Schäferhund, ne? Da macht man eigentlich Schutzdienst oder Pferdenarbeit. So, natürlich habe ich auch das versucht zu machen. Dann hat meine damalige Freundin, aber mit diesem Hund wollte sie eigentlich Schutz, nicht nur Schutzdienst machen, sondern sie sagte, ah, sollen wir nicht auch mal was anderes noch probieren? Sie hat schon Agility angefangen mit ihrem Hund. So, ja, mach du nur, ne? Nimm meinen Hund, mach das Zeug, keine Ahnung. So, sie hat es dann mal angefangen, nachdem es bei uns im Verein auch angeboten wurde, habe ich mal zugeschaut, zweimal, dreimal, und habe ich da gedacht, nee, das musst du mal selber ausprobieren. Und wie das dann eben so ist mit so was Neuem, dann war ich relativ schnell angefixt von der Geschichte und habe dann auch ja, angefangen zu sagen, ich glaube, das möchte ich auch mal probieren. Bei dem Probieren ist es nicht geblieben, sondern ich habe dann relativ schnell wieder meinen eigenen Hund wollen und habe gesagt, den brauche ich jetzt selber dafür. Und habe dann einmal in der Woche dort angefangen, Agility zu trainieren. Wer waren damals so deine Trainer? Wo hast du dann das Ganze herbezogen, wie man einen Hund darin ausbildet? Hast du nur auf dem Hundeplatz das gelernt oder hast du dich noch darüber hinaus informiert? Ja, ich habe damals angefangen bei der Familie Zinser. Ich weiß gar nicht, vielleicht der eine oder der andere kennt diese Familie Zinser noch. Die haben damals schon Agility gemacht und die haben in diesem Verein das Training unter anderem angeboten. Und da war das so ziemlich strukturiert in dem Verein. Wenn man erst Anfänger ist, dann musste man dann dorthin oder dann eben dorthin. Wenn man dann fortgeschritten war, dann durfte man zu jemand anders hin. Und ich habe bei der Familie Zinser damals angefangen und ich fand es super, wie sie es gemacht haben. Und es hat mir relativ schnell richtig Spaß gemacht. Hab gemerkt, einmal in der Woche, das ist zu wenig. Also wenn ich was mache, will ich ja immer, denke ich, alles richtig machen. So, und dann habe ich nachgefragt, wie es aussieht, noch ein zweites Mal. Nee, du darfst hier nur einmal in der Woche. Somit habe ich mich dann auch relativ schnell umgeschaut nach einer anderen Möglichkeit und habe dann bei einem anderen Verein, wo ich nicht weit weg davon gewohnt habe, angefangen, Agility zu machen. Also zusätzlich noch dort auch in dem Verein. Somit hatte ich schon zwei Vereine, wo ich einmal in der Woche Agility machen konnte. Und dann wurde es nicht auch dann wesentlich schnell besser, weil mit einmal in der Woche war mir klar, da kommst du nicht weit, da kommst du nie auf ein Turnier. Ich habe mir mal Turniere schon angeschaut vorab und habe gedacht, boah, das ist es, das will ich machen. Das sieht klasse aus, das ist jedes Mal was anderes, jedes Mal neue Herausforderungen, das ist das Richtige für mich. Also das zeigt eigentlich oder sagt schon wieder was über deine zweite Sache aus. Du warst damals schon sehr ehrgeizig. Ich denke, das hat dich auch gut
getrieben. Erzähl uns doch mal, wie so ein Turnier damals ausgesehen hat. Oh, das war lustig, ne? Ich muss mal überlegen, wie lange das heißt. Das war ja wirklich 98, kann man so sagen, 98, 99. Damals war die Welt natürlich komplett noch anders, ne? Wie man da teilweise durch den Slalom geführt hat, noch mit Fingerzeigen, weil die Hunde teilweise noch nicht so gut ausgebildet waren. Oder auch die Geschwindigkeit war natürlich total was anderes. Die Hunde haben sich an alle Zonen noch angehalten. Man war noch relativ gemächlich im Parcours unterwegs. Das alles hatte von dem jetzigen Agility keinerlei, wie soll ich sagen, man hat nicht gesehen, wie es jetzt eben ist. Also ich glaube, wenn ich das damals gesehen hätte, wie es heute ist, hätte ich es erst gar nicht angefangen, weil da wäre ich, glaube ich, komplett überfordert gewesen. Wahrscheinlich auch noch die Zonengeräte aus Holz. Oh ja, da gab es nichts anderes als von Pedigripal den Parcours zu kaufen und gab irgendwann mal dann noch WT angefangen, WT Metall, aber die waren alle noch richtig aus Holz und richtig schwer. Und wie ging es dann mit deinem Schäferhund weiter? Seid ihr auf Turniere denn gekommen? Ja, ich bin dann innerhalb kurzer Zeit mal auf ein Turnier gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dazu gebraucht habe. Ein bisschen Zeit habe ich schon natürlich gebraucht, klar. Und dann bin ich in der A1, damals gab es noch A0 erstmals auch. Dann bin ich A0 gestartet, richtig. Und dann A1, A2, doch leider war dieser deutsche Schäferhund einfach nicht gesund. Nicht von der Hüfte, sondern vom Ellenbogen her. Und somit musste ich relativ vom Alter her aufhören mit diesem Sport, was ich damals sehr, sehr schade fand. Ich glaube, die waren vier oder fünf, glaube ich. Und dann folgte aber ein weiterer Hund für dich. Leider nicht so schnell, weil ich meine, der Hund war ja noch nicht alt und habe dann damals zum Glück den Hund noch von meiner damaligen Freundin bekommen, um Agility zu machen und etwas zu laufen und vor allem auch Erfahrung zu sammeln. Ich bin ja nur bis in die 2 gekommen mit diesem Hund, in Anführungsstrichen nur bis in die 2, und habe dann aber den Sheldy von meiner damaligen Freundin zum Laufen immer wieder mal bekommen und dieser Hund lief in der 3 und das war nicht schon noch auch wieder was anderes, auch vom Anspruch her. Der Hund war auch von den Zeiten her nicht so schlecht, also es hat dann schon richtig Spaß gemacht. Allerdings hatte ich natürlich keinen eigenen längere Zeit, ich glaube 2 Jahre waren es dann schon auch, wo ich keinen eigenen Hund hatte für diesen Sport, habe aber das Glück gehabt, eben mit diesem Sheltie zu arbeiten, beziehungsweise dann auch immer wieder mal mit dem Hund aus dem Verein, weil da wurde ich ja auch dann auch recht schnell zum Trainer. Genau, du hast ja dann auch sehr zeitnah den Trainerschein gemacht. Was hat dich dazu bewegt? Oh, das war gar nicht meine Idee. Ja, ich denke, durch meine Art und Weise, wie ich dann eben diesen Sport schon gesehen habe und wie ich das angefangen habe zu fabrizieren, hat der damalige Trainer recht schnell zu mir gesagt, du musst einen Trainerschein machen. Ich glaube, war ich da überhaupt schon auf dem Turnier? Ich kann es gar nicht sagen. Also wenn dann noch ganz in den Anfängen, und dann war ich erst mal kurz überfordert. Oh, okay, Trainerschein, ja, was muss ich da alles tun? Ja, Basistrainer oder Sachkundennachweis hieß es damals auch. Und dann den Agility-Trainerschein machen. Das ging aber dann nur parallel bei mir, weil die Kurse witzigerweise beide parallel waren. Ich weiß auch noch, da bin ich von dem einen Seminar einen halben Tag losgefahren zum nächsten. Also ich habe das parallel wirklich betrieben, diese 2 Dinge, dass ich das eigentlich recht zeitnah abschließen konnte, den Trainerschein. Also und somit wurde ich auch recht früh in meinem Agility-Leben zum Trainer. Würdest du jetzt zurückblickend sagen, dass dir das aber viel geholfen hat, was deine Entwicklung im AGI angeht? Oh ja, sehr, sehr viel. Also ich denke, das ist genau das Entscheidende für mich gewesen, warum ich dann so lange dabei geblieben bin und das so intensiv betrieben habe. Ich habe damals bei dem Trainerschein so viel kennengelernt, so viel Neues kennengelernt.
Ich war damals in Mühlacker auf einem Seminar. Ich habe da ganz neue Sachen gesehen, auch wie man Hunde antrainiert, und habe auch sehr viel mitgenommen für mich persönlich und habe gewusst, es gibt so viel mehr, was man da tun kann. Also es hat mich absolut geprägt. Dann kamen ja irgendwann die belgischen Schäferhunde zu dir. Ja, klar. Also der deutsche Schäferhund war nicht schon so mein Favorite. Der Hund war vom Charakter her gigantisch, war echt toll, hatte einen Arbeitswillen. Also vom ganzen Wesen her war das schon eigentlich das, was ich wollte. Aber was ich nicht mehr wollte, einen kranken Hund. So, damals gab es noch kein Internet. Dann habe ich mir eine Enzyklopädie gekauft, wo 400 Hunderassen drin sind. Und da war auch Rassebeschreibungen dabei. So, und dann habe ich mir persönlich mal aufgeschrieben, was will ich von meinem Hund? Also Charakter, Wesen, wie soll er aussehen? Dann habe ich nachgeschaut, wo bin ich rausgekommen beim deutschen Schäferhund. Aber gut, das will ich ja nicht. Was ist denn so ähnlich oder was kommt nahe der Geschichte deutscher Schäferhund? Dann bin ich letztendlich beim deutschen Schäferhund nicht gelandet, sondern die Ähnlichkeit war beim belgischen Schäferhund. Aber nicht unbedingt beim Malinois, sondern beim Tervuren. Der Malinois war mir aber damals schon ein Begriff. Ich habe schon ein oder zwei damals laufen gesehen und habe schon viel auch gelesen über diese Rasse. Aber der war mir dann doch ein bisschen, ich sage einfach mal, ich habe mir das nicht zugetraut. Ja. Und der Tervuren schien mir der einfachere Hund als belgischer Schäferhund. Und dann habe ich mich mal umgeschaut. So, wo kann man sich umschauen? Auf Messen kann man sich umschauen. Ja. In Stuttgart gab es damals eine Hundemesse und da bin ich gezielt dorthin mit der Absicht, mir nach einem Tervuren umzuschauen. Dann habe ich eine Hündin gesehen, die ziemlich am Anfang gleich, die hat mir sofort sehr gut gefallen. Bin dorthin gefragt, ob sie Züchterin ist. Sagt sie, nee, noch nicht, aber sie möchte. Der Hund ist gerade erst mal 13 Monate alt, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Aber sie möchte mit dem Hund züchten. Und nächstes Jahr im Juli oder wie auch immer, dann habe ich nach ihren Kontaktdaten verlangt und das hat sie mir dann gleich bereitwillig gegeben. Und ich habe mich dann wirklich fast ein Jahr später bei ihr gemeldet. Ich bin der von damals, ne? Der, wo sie nach dem Hund erkundigt hat. Und dann sagt sie, ja, jetzt kommt ein Wurf, ob ich mir das anschauen möchte. Natürlich, klar. Dann bin ich 400 Kilometer dorthin gefahren, um mir den Wurf anzuschauen. Habe mir das alles angeschaut, habe mich viel mit ihr unterhalten. Und da wusste ich, das ist mein Ding, das ist auch mein Hund. Und genau das will ich. Ja, aber natürlich nicht von diesem Wurf, weil die waren schon eh alle weg. Ja, sie würde vielleicht im Jahr wieder einen machen. Ja, dann bestelle ich halt mal im Jahr. Somit habe ich wieder ein Jahr gewartet, bis ich dann zu dieser deutschen belgischen Schäferhündin gekommen bin damals. Das heißt, ich habe fast 2 Jahre auf diesen Hund gewartet, bis ich diese Hündin hatte. Aber das war genau der Hund, wo ich wollte. Das war genau das. Die hat mir alles gegeben und das war für mich absolut prägend. Das war ein Hund, den werde ich meinen Lebtag nie vergessen. Das weiß ich noch. Und habe auch gesagt, wenn dieser Hund mal nicht mehr sein sollte, es kommt bei mir kein Tervuren mehr her. Was hat diesen Hund so besonders für dich gemacht? Die hat es mir unheimlich leicht gemacht in allem. Vom Wesen her, vom Charakter her, sie war sehr, sehr leichtführig, schon im Alltag sehr, sehr leichtführig. Sie war nie aggressiv, sie hatte immer offenes Wesen, sie war allem gegenüber positiv. Und das war schon mal der größte Pluspunkt, was dieser Hund hatte. Und selbst im Agility war es ein unheimlich leichtgelehriger Hund. Ich hatte damals natürlich auch schon einen Plan, genau wie ich einen Hund ausbilden möchte. Und habe mir das schon im Konzept vorgestellt und ich habe mir das auch aufgeschrieben, wie ich was zu machen habe. Und bin da sehr strukturiert vorgegangen und habe auch ganz wenig eigentlich mit ihr gearbeitet, aber sehr zielstrebig. Und ich habe immer gesagt, wenn was gut ist an diesem Tag, was ich mir vorgenommen habe, dann höre ich auf. Und so war es bei ihr auch. Ich habe dann 20 Minuten mal einen Steg aufgebaut alleine und eine Hürde dazu. Dann habe ich Steg gemacht, weil ich Steg machen wollte. Und es war beim ersten Mal so gut, dann habe ich wieder alles abgebaut. Konsequent. Ja, es kann nur schlechter werden. Bist du bei diesem strukturierten Training geblieben bis heute? Absolut, ja. Mit diesem Hund bin ich nahe in der
ich habe recht spät ins Turniergeschehen eingestiegen, weil ich wollte einen Hund haben, der wohl dann schon alles kann. Dieser Hund war dann fast 2 Jahre alt. Und es ging aber dann so schnell nach oben auch mit diesem Hund und bin dann auch WM-Qualis mit der gelaufen, Verbandsmeisterschaften gelaufen. Und das hat mir einfach gezeigt, wenn ich so vorgehe, wie ich mit diesem Hund vorgegangen bin, dass es genau sehr, sehr zielführend ist. Und das war genau meine Bestimmung auch, wo ich gesagt habe, und ich würde es immer wieder so machen. Genau so, wie ich den Hund aufgebaut habe, auch mit dem nächsten Hund wieder. Nimm uns doch da ein bisschen mehr mit. Wie baust du denn einen Welpen fürs Agi auf? Einen Welpen baue ich gar nicht auf. Da bin ich total oldschool und sage, Welpe ist für mich erstmal Welpe. Und da gibt es so viele wichtige Dinge in dem Leben von dem Welpen. Das ist erstmal, der kommt an, der muss in der Familie integriert werden, der muss im Rudel integriert werden, im Alltag. Und Agi ist für mich dann erstmal nicht primär, sondern das kommt wirklich frühestens noch mit, sag mal, 9 Monate baue ich normalerweise die Hunde langsam sukzessive auf mit ganz einfachen Dingen, dass der Hund erstmal vielleicht einen Tunnel vielleicht mal sieht und erstmal geradeaus durchlaufen kann. Also wirklich ganz piano, weil ich immer denke, der Hund ist noch im Wachstum, da kann man noch so viel kaputt machen und der hat so viele andere Eindrücke und ich versuche das sehr, sehr behutsam eigentlich zu machen. Das habe ich bis jetzt noch mit jedem Hund gemacht und ich glaube, so schlecht bin ich damit nicht gefahren. Und wie sieht dein Training jetzt heutzutage aus, wenn du jetzt in ein Training reingehst? Mit einem Junghund? Bleiben wir mal noch beim Junghund. Beim Junghund, okay. Auch da bin ich eigentlich meiner Linie treu geblieben und baue den Hund jetzt so auf, wie ich es damals mit meinem jetzigen alten Hund gemacht habe, der Kila. Und sage erstmal, Hund, lauf erstmal nach vorne. Technik kann man aufbauen, ja. Man muss natürlich sehen, was habe ich für einen Hund an der Hand. Muss der relativ früh schon eingefangen werden, außer Geschwindigkeit, oder braucht er erstmal ein bisschen mehr Technik? Also ich denke, das kann ich schon recht gut sehen, was der Hund für sich persönlich braucht. Aber trotzdem lasse ich den Hund am Anfang sehr viel einfach mal laufen, dass er Spaß hat. Also der Spaß steht am Anfang bei mir absolut im Vordergrund. Wenn der Hund Freude dran hat an diesem Sport, dann wird er auch immer mit Begeisterung dabei sein und dementsprechend auch für mich oder auch für sich selber arbeiten, weil er einfach Lust dazu hat. Ja, sehr, sehr schöne Einstellung. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dir doch ein Malinois zugetraut hast? Ja gut, wie gesagt, der Tervuren war dann da. Irgendwann mal wurde der Tervuren älter. Ne? So, dann habe ich mir überlegt, wie lange brauche ich denn für einen Hund, dass der mal im Agi in ein Turnier laufen kann? Also ich sage da immer so um die 2 Jahre. Hieß für mich, wie lange kann der Tervuren circa laufen? Halbwegs ordentlich. Ich habe ich da gedacht, zumindest bis zu 8 Jahren. War, glaube ich, damals so, wo man sagen kann, ja, da kann der Hund gut arbeiten bis 8. Heißt für mich 2 Jahre vorher, 6 Jahre. So, jetzt fange ich mal an, mir nach dem Hund umzuschauen. Für mich war ja klar, Tervuren, nee, ich habe den weltbesten Tervuren, es gibt keinen besseren, aber nicht wegen Agi nur, sondern einfach wegen Alltag. Das war ein ganz, ganz toller Hund. Und mich hat ja schon immer die Rasse Mali gereizt, auch schon gleich am Anfang, wo ich den Tervuren geholt habe. Und ich dachte, jetzt bin ich bereit dazu, so einen Hund zu führen, beziehungsweise auch auszubilden, und habe nach dem Mali richtig gesucht. Aber eigentlich keine Ahnung, woher, was für ein, welche Charakter. So, und dann gibt es diverse, damals schon Internet jetzt, diverse Seiten von so Zuchtverbände. Damals DKBS war da ganz groß für mich und habe einfach mal nachgeschaut, Züchter. So, Züchter, dann habe ich die Züchter im Internet angeschaut, was haben die für Hunde, und dann fiel mir halt so eine Hündin extrem auf. Von der Optik her, eigentlich nur von der Optik. Und da hast du dich dann auch an die Züchter, Züchterin gewendet und mal angefragt. Genau, also der Hund habe ich gesehen und denke ich, oh, die gefällt mir rein optisch super. Also, ich weiß gar nicht, ob ich sie angeschrieben oder angerufen habe. Und die waren, ich muss gerade überlegen, in Niedersachsen, genau, Niedersachsen. Und von mir damals in Baden-Württemberg habe ich gewohnt, doch relativ weit. Die haben dann aber Urlaub gemacht im Schwarzwald, von mich dann nicht ganz so weit zu fahren.
Und haben gesagt, ah, wenn ich möchte, kann ich da mal vorbeikommen und dann können wir uns kennenlernen und kann ich auch mal einen Hund sehen von denen. Die haben da damals 2 Zuchthündinnen gehabt und bin dort auch hingefahren und ja, habe Kontakt aufgenommen und die Hündin gesehen und auch den Charakter ein bisschen kennengelernt von dem Hund. Und es war gleich für mich genau das, wo ich sage, das passt, hundertprozentig das passt. Ich habe aber im Vorfeld schon mal auch noch mal 2 andere Züchter gesehen und habe auch da mal gesprochen. Ich bin auch mal in der Nähe von Niederlande gefahren zum Züchter. Aber das war alles nicht so, wo ich sage, ja, da habe ich ein gutes Gefühl dabei, das passt für mich. Und nee, aber der Züchter hat mit dieser Hündin, das war perfekt für mich. Und da hast du dir dann auch einen Welpen rausgenommen. Ja, wie es halt so immer läuft, ne? Er sagt, boah, ich habe mit dieser Hündin noch nicht gezüchtet. Ich will erst züchten, so nächstes Jahr. Ne? Kam mir bekannt vor, oder? Ja, genau. Genau, sagt, kein Problem, ich melde mich. Ja? Und das war wie immer, ich habe mich kurz davor gemeldet. So schreibe ich mir natürlich auf. Und ich sage, so, ich bin der von damals, ich würde gerne mir mal den Wurf anschauen, wo jetzt dann fällt. Sagte, ja, klar, kein Problem, soll vorbeikommen. Habe ich gemacht. Ja. Wobei, da war schon ein bisschen Zeit noch dazwischen. Bin dann nach Niedersachsen gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, 500 Kilometer oder was, um mir nur den Wurf da anzuschauen. Da war ich 2 Tage. Ich glaube, wir waren damals über Nacht und haben uns das alles angeschaut. Und das war für mich faszinierend. Ne? Ich hatte ja noch nie so einen Welpenwurf von den Mallis gesehen. Das war schon eine komplett andere Welt als mit den Tabüren. Die hingen da am Hosenbein rum, alle. Der ist mit seinem Leder dort gekommen, hat 2-mal gegen seine Hose geklatscht und dann sind die ausgeflippt, ne? Und sagt, boah, Wahnsinn, was haben die für eine Energie? Das gibt's ja nicht, ne? Und es hat mich überzeugt. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich würde mich gern für den nächsten Wurf anmelden. Ja, ja, klar. Wie war's? Ah, nächstes Jahr, sagt er. Ja. Passt mal wieder. Ich habe ja noch Zeit. Ne? Also es war ja erst ein Jahr wieder vorbei. Für mich war das Ziel ja 2 Jahre und das hätte ich damit erreicht. Kurz davor hat er dann mich bloß nochmal angerufen und gesagt, na, er zieht jetzt seine andere Hündin vor. Da müsste ich nochmal ein halbes Jahr länger warten. Boah, war mir egal. Dieser Hund hat mich überzeugt und hat gesagt, und ich will von dieser Hündin einen Hund raus. Eine Hündin. Und dann kam es auch endlich mal dazu. Ja, da kam es dann endlich mal dazu, ja. Das waren, ich kann es gar nicht genau sagen, 8 oder 9 Hunde oder Welpen. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie viele Hündinnen, aber ich glaube, es war sehr homogen, der Wurf damals. Und dann hat mir der Züchter einen empfohlen, aber die habe ich nicht genommen, sondern ich habe eine andere genommen. 2 Tage mir Zeit gelassen für diesen Hund, war dann intensiv von morgens bis abends bei den Züchtern 2 Tage lang und dann habe ich mich für eine Hündin entschieden. Und die habe ich nachher genommen. Und das ist meine alte Hündin. Wie suchst du denn einen Welpen aus oder auf was achtest du jetzt, wenn du gerade dann so intensiv dich mit den Welpen beschäftigst? Damals war mir eigentlich, wie ist das soziale Verhalten? Wie habe ich einen Bezug zu dem Hund? Kommt der Hund auch mal zu mir? Kann ich ihn ansprechen? Wie spielt er mit einem Hund? Ist er wesensfest? Ist er eher in der Ecke? Ist er offen? Ist er ein absoluter Rabauke? Na, und da versuche ich die Balance eben zu finden von allem etwas, wo mich dann einfach auch anspricht und wo ich einfach, ich weiß nicht, das mache ich irgendwo aus dem Gefühl raus. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Kriterien, aber die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Damals zumindest waren sie mir nicht so wichtig. Damals war nicht die Frage, wie ich jetzt einen Hund für den Sport raussuche, sondern damals war bloß so das soziale Umfeld wichtig für mich und jetzt nicht, ob der top beweglich klein oder groß wird, das war alles zweitrangig für mich. Hat sich da jetzt was geändert, wenn du jetzt mittlerweile dir einen Hund raussuchst? Absolut. Also ich hatte einfach riesen Glück mit diesem Hund, das muss man auch mal dazu sagen. Dieser Hund ist genauso geworden von der Statur her. Ich wollte eine feminine Hündin, keine kräftige, weil mir war klar, die großen kräftigen Hündinnen, die sind in einem Agility, was ich ja unbedingt auch machen wollte, nicht so optimal geeignet. Gibt sicherlich sehr, sehr gute auch, aber ich dachte immer, wenn sie ein bisschen kleiner,
gut, ich darf ruhig Standardmaß haben, aber jetzt einfach nicht auch so mit 25 Kilo aufwärts behaftet zu sein, sondern ein bisschen schmächtiger zu sein, die tun sich sicherlich ein bisschen leichter in diesem Sport. Und es hat sich bewahrheitet, ich habe so eine Hündin bekommen und ich habe natürlich auch das Glück gehabt, von der Linie her genau so eine Linie zu verwischen, wo für diesen Sport eigentlich meines Erachtens geeignet ist. Also ich sehe das einfach so, da ist viel von der Linie her drin, wo ich sage, da habe ich schon viele Hunde rausgesehen, die wohl top für diesen Sport sind. Und ich suche da mittlerweile ganz, ganz gezielt nach den Hunden. Ich habe auch sehr lange gebraucht. Ich habe diesmal 3 Jahre gebraucht für einen Hund. Macht aber auch nichts. Ich habe ja immer Zeit, ne? Und habe dann sehr gezielt nach diesem Hund geschaut. Ich habe mich schon mal woanders angemeldet, hatte aber immer ein bisschen Pech. Dann habe ich keinen Hund bekommen oder war dann der Zeitpunkt eben schlecht. Und dann dauert es halt bei mir immer ein bisschen. Bleiben wir jetzt mal ein bisschen so im Aggie-Bereich, die doch sehr dominiert von den Border Collies ist. Jetzt vergleich das mal als Richter, du siehst es ja auch sehr, sehr oft, und als Hundeführer, vergleich mal so ein bisschen für uns Border Collie mit Malinois. Oh, da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Also eigentlich sind die zwei Hunderassen nicht vergleichbar. Ich sage so ganz lapidar, im Large, wer eigentlich Erfolg haben will, der muss sich normalerweise einen Border Collie holen, weil die haben einfach das Zeug dazu. Die haben den Körper dazu, die haben den Charakter dazu. Von ihrer Art her ist es eigentlich schon der ideale Hund für diesen Sport. Der Malinois eigentlich nicht unbedingt. Der Malinois hat viele gute Eigenschaften dafür, aber meistens hapert es meines Erachtens eigentlich am Körper, und zwar an der Beweglichkeit. Ich sehe das zumindest so, dass die wenigsten Mallis eine extrem gute Körperbeherrschung haben für diesen Sport, die wo sich extrem gut bewegen können, biegbar sind oder auf einem über den Rücken arbeiten können. Und das sehe ich als großer Pluspunkt eben bei der Rasse Border Collies. Die haben das eigentlich alles, so gut wie alle. Da gibt es immer Ausnahmen, ganz klar. Aber der Malli, ich sehe so, dass 90-95% eben für diesen Sport nicht ideal sind. Und trotzdem begeistert es dich, mit den Mallis zu arbeiten, und du fährst ja trotzdem deine Erfolge gut ein und, würde ich mal sagen, jagst so ein bisschen die Border Collies auch von der Zeit her. Ja, das macht natürlich schon Spaß, ne? Muss man schon so sagen. Ne? Wenn man einen anderen Hund hat, also Hunderasse, und man kann vielleicht doch, ich sag einfach mal, vorne mitlaufen. Ja. Es kommt sehr viel auf den Hund drauf, und ganz klar, ich habe Glück mit diesem Hund. Ich habe vielleicht die ideale Linie, vielleicht habe ich auch das richtige Händchen für diesen Hund, ich weiß es nicht. Und dann macht es auch Spaß. Aber ich habe ja diesen Hund nicht nur für diesen Sport, sondern ich habe ja diesen Hund für alles, für den Alltag. Ich gehe Dogscooter, ne? Ich habe da andere Dinge noch mit diesem Hund gemacht. Ich habe Schutzdienst gemacht, ich habe da auch Fährtenarbeit mit diesem Hund gemacht. Das ist einfach vielfältig. Und das ist eben das, was mich reizt. Und Agility, wenn euch der Hund so gut arbeitet in diesem Sport, ist das für mich natürlich ein Traum, ganz klar. Und das ist einfach meine Rasse. Und ich würde auch immer wieder zu so einem Hund hintendieren, weil das einfach, ja, das ist das, was ich so sehen will als Hund. Ja, und natürlich suche ich dann schon auch gezielt danach raus, dass ein Hund auch diesen Sport machen kann. Wie das jetzt mit meiner jungen Hündin ist, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Wie kommst du mit dem doch etwas erhöhteren Energielevel von dem Malinois klar im Agil? Wenn man das jetzt auch von der Allgemeinheit sieht, ist da ja doch so ein Unterschied, auch was das Triebverhalten angeht. Ja, kann man sagen. Dieser Hund hat mich wirklich, also die Kila hat mich alles gekostet, alles. Ich wollte auch aufhören, mit diesem Hund schon Agi zu machen. Der hat mich am Rande des Wahnsinns gebracht, vor allem am Anfang, wo sie noch sehr, sehr jung war. Ich habe da ewig gebraucht, mal aus der Eins rauszukommen. Dieser Hund hat mich vor alle Hürden gestellt, was es nur gibt. Die hat mich so geprägt von ihrer Art her. Und irgendwann war ich aber auch am Punkt, wo ich sagte, nee, ich will nicht mehr, mir macht es keinen Spaß mehr. Aber zum Glück bin ich dabei geblieben. Das Energielevel ist schon Wahnsinn, ne? Aber sie lässt sich da gut kanalisieren vom Triebverhalten her. Das geht dann bei ihr jetzt schon. Ich habe schon ganz andere gesehen. Da geht es fast überhaupt nicht. Ne? Ich habe auch mal eine mit ausgebildet. Ich habe da nur Steh-Agi gemacht, ne? Weil ich durfte nicht rennen. Ich durfte kein Spielzeug verwenden. Leckerli nur ganz piano. Also das war schon wieder mal eine ganz andere Hausnummer. Das brauchst du auch nicht unbedingt, wenn du unbedingt Agi machen möchtest. Also es ist teilweise schon schwierig,
Du musst halt auch ein bisschen Glück haben, dass du einen richtigen Hund verwischst. Kannst du uns da so ein Beispiel nennen, wenn du sagst, naja, die hat dich schon manchmal ans Ende gebracht, wie du das dann im Training gelöst hast, damit du einen Weg mit ihr findest? Ja, am Anfang habe ich sie viel laufen lassen, das habe ich dann auch gespürt. Ne? Dann hat sie oftmals ihren Weg gemacht, nicht unbedingt das, was ich wollte. Ja, man muss sie natürlich schon auch wieder an sich selber binden, aber der Mali tendiert ja sowieso wieder stark zur Bindung, dann war es wieder so extrem, ne? Dann peilst du einen Tunnel an, boah, die dreht halt vorher dann wieder ab, und dann guckt sie erst wieder zu mir. Ne? Das war immer so, entweder sie ist reingeballert, ne? Hat überhaupt nicht auf mich geachtet, oder sie ist überhaupt nicht rein, hat fünfmal nachgefragt. Das waren immer so die Gegensätze. Und das hat recht lang gedauert, bis wir zwei uns da wirklich gut verstanden haben, dass sie genau wusste, was ich eigentlich dann von ihr will. Es hat Zeit gebraucht, aber letztendlich hat es dann doch funktioniert. Aber im Endeffekt hast du das nur über ein regelmäßiges, konsequentes Training hinbekommen und nicht, weil du irgendwas anderes verändert hast. Nee, genau. Es war wirklich nur reines Arbeiten mit ihr, aber es war halt vielfältiges Arbeiten. Aber ich habe ja schon immer mehr gemacht als jetzt nur Agility. Wie gesagt, ich habe auch mal Schutzdienst gemacht, habe Fernarbeit gemacht und solche Dinge eben. Und eigentlich fast täglich mit ihr einfach gearbeitet, weil das ist eben genau das, was fast die Rasse braucht. Also nicht täglich, ist vieles Arbeiten, aber dieser Hund braucht eine Beschäftigung, Auslastung. Und man darf nicht übertreiben letztendlich und habe die Balance gefunden eben zwischen Agility, mal wieder was anderes zu machen oder Ruhephasen. Das ist immer unterschiedlich ein bisschen. Jetzt nimm uns doch mal in dein heutiges Training mit. Wie sieht denn ein Training aus, wenn du das jetzt mal diese Woche, letzte Woche für dich selber mit deinen Hunden machst? Ja, momentan genieße ich gar kein Training. Also seit einem halben Jahr habe ich eigentlich kein Training, weil ich einfach zeitlich sehr, sehr eingespannt bin. Aber ich kann ein bisschen davor erzählen, wenn ich Training gemacht habe. Auch da war es dann wirklich so, dass ich mir immer, wenn ich einen jungen Hund aufbaue, einen genauen Plan habe, was ich machen möchte, vor allem zu welcher Zeit und welcher Intensität. Und gehe da wirklich dann nur langsam vor und schaue mir das dann an. Und wenn das für mich passt, mache ich eigentlich dann den nächsten Schritt. Jetzt mit einem fertig ausgebildeten Hund, dann schaue ich immer an, wo sind meine Schwächen? Das sehe ich ja oftmals auch im Turnier und auch im Vergleich zu anderen. Sehe ich meine Schwächen oder die Schwächen vom Hund und versuche die gezielt herauszuarbeiten und zu verändern. Veränderung heißt nicht unbedingt zu verbessern. Manchmal geht es auch nach hinten los. Es ist halt einfach so. Ich habe schon oftmals Rückschläge gehabt, aber wenn ich einfach sehe, da könnte man noch was verändern oder verbessern, versuche ich das natürlich genau gezielt daran zu arbeiten. Trainierst du dann immer alleine oder holst du dir auch einen Rat von jemand anderem? Die meiste Zeit habe ich eigentlich schon alleine für mich trainiert, wobei ich dann immer versucht habe, schon auch irgendwo Input herzubekommen, weil alleine, da schleicht sich so viel ein, vor allem an Fehlern, das ist ganz klar. Ich habe mir verschiedenste, sag ich mal, Hundeführer auch ausgeschaut, die wo ich denke, ah, die führen richtig klasse, und habe dann auch Trainings teilweise dort gebucht oder habe dann teilweise Seminare auch gebucht oder hatte auch das Glück mit Befreunden, Mitstreiter auch zusammen zu trainieren. Und das hat mir natürlich auch was gebracht. Also die, wo ich sage, die sind vom Gedanke her so ungefähr wie ich, ja, da versuche ich dann schon auch ein bisschen mehr mitzunehmen und mitzubekommen und auch, dass wir gegenseitig uns da vielleicht auch trainieren können. Und das hilft einem immer, weil man bekommt verschiedenste Sichtweisen und aber auch natürlich Kritikpunkte. Es ist für mich immer schwer, Kritik zu bekommen, ne? Da bin ich dann schon immer, wo ich denke, ah, nee, ich bin doch klasse, ne? Ich habe doch das super gemacht. War's auch? Ich gucke mir so ein Video und denke, mein Gott, was war das wieder für ein Mist, ne? Es ist halt dann so, und deswegen brauchst du auch jemand, der wo dann, also ich zumindest, wo dann auch mal drüber schaut und auch mal sagt, also das könntest du besser machen oder da könntest du es vielleicht so machen oder veränder doch dein Training dorthin gehen oder sowas. Also ich brauche schon auch immer wieder mal jemand. Aber deine Trainings haben ja trotzdem auch Erfolge eingebracht. Zweimal qualifiziert für die EO, wie ich bei der Anmoderation gesagt habe, die German Classic. Wie ist dann für dich bei doch größeren Turnieren zu starten? Das ist natürlich schon gigantisch, muss man schon sagen. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Qualifikation erreiche für solche Turniere und denke auch immer, was habe ich für ein Glück,
dort dabei zu sein? Was habe ich für eine Chance, auch da dabei zu sein? Aber für mich zählt nicht immer nur dabei zu sein, weil wenn ich dabei bin, das ist wieder nichts für mich, sondern ich will, wenn es irgendwie geht, bestmöglichst abschneiden. Das ist einfach, das liegt bei mir in der Natur. Wenn ich wohin gehe, auf ein Turnier, ich will nicht bloß auf ein Turnier gehen, sondern was macht man im Turnier? Man will sich ja messen. Ich will auch Spaß haben, gar keine Frage, aber ich will mich auch messen. Ich will auch schauen, fruchtet mein Training, fruchtet das, was ich gemacht habe oder mit meinen Freunden zusammen gemacht habe. Und wenn man sich dann messen kann auf einem gewissen Niveau, das ist für mich einfach genau das, was ich will und das, was ich auch brauche. Und ja, und das treibt mich an. Das treibt mich einfach an. Und ich schaue auch sehr, sehr gerne Leute zu, auch wo richtig top sind in diesem Sport, und schaue mal an, was die machen und wie sie es machen. Und versuche dann, passt das für mich? Könnte ich da was mitnehmen? Kann ich dafür was brauchen? Und wenn ja, wie kann ich das auf mich beziehen? Wie kann ich das auf mich, so dass es eigentlich passt für mich und meinen Hund und uns voranbringt? Das ist auch mal sehr interessant zu hören, dass man sich andere nicht nur anschaut und sagt, boah, was für ein cooler Lauf, sondern wie du gerade gesagt hast, ist mal so eine ganz andere Sichtweise zu sagen, okay, ist da irgendwas dabei, was auch für meinen Hund und mich passen würde? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja so viele Agility-Sportler und Sportlerinnen mittlerweile, die auf ein Wahnsinnsniveau laufen. Und ich bin da fasziniert, was mittlerweile funktioniert, was alles geht. Na, es ist nicht alles was für mich, ganz klar. Ich will rennen, ich will auch kämpfen. Manche machen das komplett anders. Die bilden auf Distanzen aus und lassen den Hund viel, viel mehr Raum zum Arbeiten als ich. Jeder hat so ein bisschen seine Philosophie. Aber man muss auch offen sein und sagen, können die vielleicht davon nicht auch was gebrauchen? Ich war immer der Typ, da renne ich einfach mit, fertig, das schaffe ich schon. Das geht alles mittlerweile nicht mehr, bei den Parcours nicht mehr, bei den Geschwindigkeiten nicht mehr. Und das schaut das Interessante dran und zu sehen, wie das bei denen funktioniert und auch sein eigenes Training dann vielleicht auch dorthin gehend anzupassen, dass auch das für einen vielleicht ein Stück weit zumindest auch funktionieren kann, zumindest im Kleinen. Das bedeutet ja, dass du dich schon auch viel selber reflektierst. Was würdest du denn sagen, was sind so deine Stärken und deine Schwächen? Schwächen? Ja, da habe ich wahrscheinlich mehr als genug. Wenn man andere fragt, wahrscheinlich massenweise. Also meine Schwäche ist schon, ich bin vielleicht auch manchmal zu zielstrebig, vielleicht auch zu ehrgeizig und zu arg in meinem Fokus drin, wenn ich was mache. Ne? Und bin auch seltenst mit mir zufrieden. Und selbst mit dem zufrieden, was ich dann eben tue. Ich komme raus, habe vielleicht einen guten Lauf gehabt. Ich finde aber immer Kritikpunkte, meistens an mir. Und das ist vielleicht aber auch irgendwo eine Schwäche. Schaut mich da vielleicht mehr zu freuen darüber, was alles funktioniert hat. Trägt mich viel mehr an, was nicht funktioniert hat. Also so, das sehe ich eher als Schwäche. Kann man aber nicht auch als Positives sehen, als meine Stärke, weil mich genau das antreibt, besser zu werden. Wo kann ich noch hier besser werden? Was kann ich noch verändern? Ich schaue gerne mir meine Videos danach an und versuche das wirklich zu pflücken. Kleinste Kleinigkeiten zu sagen, das muss besser, das kann besser. Jetzt hast du aber was ganz Entscheidendes gesagt. Du schaust dich an und ärgerst dich selber über deine Fehler, aber nicht über die vom Hund. Oder du gibst nicht die Schuld dem Hund. Also der Hund hat meines Erachtens schon auch immer wieder Fehler, ne? Weil auch der Hund ist ein Individuum und ich sage, es gibt einen Menschenjob und es gibt einen Hundejob. Zum Beispiel, wenn der Hund gelernt hat, im Slalom drin zu bleiben oder auch die Eingänge zu machen, warum geht er raus? Also wenn er das 100-mal gemacht hat, dann muss ich auch mal sagen, warum hat er es jetzt auf einmal nicht gemacht? Auch da gibt es meines Erachtens immer wieder Situation, wo ich sage, das muss auch mal der Hund machen. Ich kann ja nicht alles für den Hund machen. Ich mache viel. Es fliegt auch eine Stange. Aber da bin ich mittlerweile wirklich so, da schaue ich mich an, was ich da tue. Und das, der Mali ganz extrem, der reagiert auf Kleinigkeit, also zumindest meine. Und wenn ich mich da blöd bewege, letzte Woche in eine Stange gefallen, ein Turnier, ja, das den Hund auch liegen lassen können, hat es geheißen, sei. Ich glaube, ich weiß schon, ich habe bestimmt wieder meine Hand nach oben gestreckt oder irgend so einen Mist gemacht. Video angeschaut, genau so war es. Ne? Also man kann schon sagen, Hund macht Fehler, vielleicht, ja. Also ich sehe schon auch so, dass Hunde auch Fehler machen. Mein Gott, das sind ja keine Maschinen, ne? Das sind ja auch bloß Individuen, wie wir Menschen auch. Und wir machen aber die größeren und mehr Fehler, das ist auch klar.
Also kann ich als Mali-Besitzerin, glaube ich, auch mit bestätigen, dass die auf Sachen, wo halt andere Hunde sagen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass die auf wahnsinnige Mini-Reaktionen und Bewegungen schon agieren. Also da ja. kann ich dir auch zustimmen. Absolut, absolut, ja. Kleinigkeiten. Noch aber auch auf einen anderen Abschnitt, Lebensabschnitt bei dir mit ein. Du bist dann Richter geworden. Was hat dich dazu bewegt? War nicht meine freiwillige Entscheidung. Ah, kennen wir auch schon, oder? Da war ich auf einem Turnier, da kommt ein Richter zu mir und sagt zu mir, wir hatten gestern Richtertagung und wir brauchen noch Richter. Und wir haben gedacht, du wärst hier der Richtige dafür, für den Job. Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Brauche ich Bedenkzeit. Habe ich so bekommen, habe ich so, ja, gemacht auch die Bedenkzeit. Und doch, letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, weil ich gesehen habe, dieser Sport gibt mir so extrem viel. Vielleicht kann ich was zurückgeben und auch vielleicht ein bisschen was von meiner Philosophie, wie ich diesen Sport sehe oder wie ich gerne hier Parcours entwickle, dass ich das vielleicht den anderen mitgeben kann. Erzähl uns doch was von deiner Philosophie und die Art, wie du Parcours kreierst. Ja, also ich bin absolut technikbegeistert, nicht nur im Agility auch sonst, und aber im Agility besonders, und habe dann viele technische Dinge eigentlich schon gern eingebaut, auch in meinen Trainings, und habe versucht, das rauszuarbeiten und habe das auch letztendlich dann, glaube ich, ziemlich am Anfang sehr viel gemacht in meinen Parcouren, wo ich dann geplant habe im Agility, weil ich einfach was sehen wollte. Ich wollte sehen, was geht, was können die Hunde, was können die Hundeführer, ja, inwieweit sind sie in der Lage, irgendwelche Sachen zu bewältigen, was ich dort hinstelle. Und was für mich auch immer klasse war, du kannst als Richter diesen Sport mit beeinflussen. Du kannst es auf ein Niveau heben oder nicht auch in eine falsche Richtung bringen. Ja? Das geht natürlich genauso. Aber das war für mich auch immer der Reiz, hier Parcours zu bauen und zu stellen, die wo einfach herausfordernd sind für den Menschen, aber genauso wie für das Team oder für den Hund. Auf was legst du denn am meisten Acht, wenn du einen Parcours entwirfst? Ah, da gibt es eigentlich jetzt nichts so Spezielles. Also ich versuche schon immer genau Differenzierung zwischen einzelnen Klassen hinzubekommen und auch, sagen wir mal, A1, schon A1-Parcours, A2, A2 und A3 ist für mich halt einfach das oberste Level, und da probiere ich schon auch mal Dinge aus, wo ich sage, schauen wir mal, ob sie das hinbekommen. Und da habe ich dann schon auch Spaß daran, das zu sehen, was die alles schaffen. Und mittlerweile gibt es ja bald nichts, was sie nicht mehr können. Und das ist schon faszinierend für mich. Also die Geschwindigkeit und dann die Präzision da drin, was da alles passiert und wie die das lösen können, das ist für mich Wahnsinn. Würdest du auch sagen, du hast was für dich dazugelernt, seit du so viele Teams richtest? Dazugelernt, ja. Also man muss sagen, es gibt einfach mehrere Klassen und es gibt auch mehrere Turniere, und man muss es auch manchmal vielleicht auch ein bisschen differenzierter sehen, wo ich was stelle und wie manche Leute den Sport Agility sehen. Ne? Also wenn du nicht eine Back richtest oder solche Dinge, ja, da hast du ein absolutes Top-Niveau und du kannst auch ein bisschen hier was stellen, was auch dem internationalen Publikum vielleicht auch gerecht wird oder den Top-Läufern gerecht wird. Genauso muss man ja auch manchmal auch schauen, ich bin vielleicht auf einem normalen Turnier und die Leute haben Spaß in der Eins, die laufen zwei Verweigerungen und noch einen Fehler und sind im Ziel und man meint, sie sind Weltmeister, und das finde ich klasse. Ne? Auch die haben ihren Spaß und das zeigt einfach, wie toll dieser Sport ist. Das ist absolut für jeder Mann und Frau oder jedes Geschlecht, jedes Alter gedacht. Das ist einfach klasse. Wenn wir schon bei den Veranstaltungen sind, welche Veranstaltung hast du gerichtet, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Also da waren eigentlich für mich so zwei Highlights. Das ist schon zum einen die Back, wo ich damals die A3 gerichtet habe. Das war mit fast 300 Starter am Stück, wo du einfach siehst, 300 Mal zwar den gleichen Parcours, aber eben doch nicht gleich gearbeitet. Die Faszination, wie da jeder versucht, das zu lösen, und
da kämpft und hier arbeitet drin und das Niveau eben zu haben. Und dann das Nächste, was ich noch gerichtet habe, groß, was ich faszinierend fand, war die WM-Qualis im Medium und Small in Deutschland. Das ist einfach Wahnsinn, was da für eine Qualität einfach ist hier in Deutschland. Und wenn du mal siehst, wie die das die abarbeiten in einer Geschwindigkeit, also und einfach ohne Fehler, ne? Als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre. Das ist genau das, was in meinem Kopf hängen geblieben ist, so die Veranstaltungen, weil man da einfach den Sport im größten Maße eigentlich sieht, wie er fabriziert wird. Und gibt es noch eine Veranstaltung, die du gern richten würdest in Zukunft? Eigentlich nicht unbedingt, weil ich bin zwar Richter, ich sehe mich aber nicht unbedingt als Richter mit Leib und Seele, sondern ich gebe da sehr gern was zurück und ich mache es auch gern. Ich mache auch nur das, was mir Spaß macht und Richten macht Spaß, aber ich bin in erster Linie bin ich Hundesportler und das ist das, was ich eigentlich machen will. Richten mache ich gern, aber das, was ich gerichtet habe, war alles okay, aber weiter hinaus brauche ich eigentlich nicht. Okay. Wenn man jetzt nach deiner Meinung fragt, weil du gerade eben von der Top-Qualität gesprochen hast, auch bei den WM-Qualis, was denkst du, ist letztendlich wirklich erfolgsbringend für ein Team? Ist es nur das Quäntchen Glück oder irgendein bestimmtes Können? Wenn du das so beurteilen und von außen sehen kannst, auch viel als Richter, was denkst du, ist schlussendlich ganz entscheidend, erfolgreich im Agi zu sein? Ich denke, das ist schon eine Mischung von vielen Dingen. Zum einen brauchen wir natürlich den richtigen Hund irgendwo dazu. Aber die heutigen Agility-Sportler, vielleicht auch im Spitzenbereich, die Agility-Sportler, die suchen sehr, sehr gezielt natürlich schon nach solchen Hunden aus. Aber das alleine ist es ja nicht. Sondern die Vorbereitung, die Sicht, wie ich was trainieren möchte, die sind ja so strukturiert, so von Welpe an vielleicht auch schon, wo sie ihren Hund darauf vorbereiten, spielerisch, vielleicht auch ganz leicht, aber einfach schon mit einem klaren Kopf, da will ich hin, das will ich erreichen und den Hund schon, sagen wir mal, ganz leicht und sanft vielleicht dorthin zu bringen und sehr, sehr zielstrebig eben. Und das ist es, was die Leute eigentlich hier vorantreibt und auch nach oben bringt letztendlich, die Zielstrebigkeit, die Präzision, das Wissen, was sie haben, das umzusetzen. Ich denke, das ist schon mitentscheidend einfach. Und die Deutschen im Agility-Sport, die sind da so fokussiert auf das alles und deswegen kriegen die es auch hin. Ja, schön formuliert. Wie siehst du denn allgemein die Agi-Szene in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Gut, ich habe schon anderen Ländern laufen sehen. Die Agi-Szene an sich in Deutschland hat natürlich auch gewisse Nachteile, finde ich. Es geht oftmals der Spaß verloren. Also ich war das letzte Mal auf einem Turnier, da war eher internationales Publikum da, vor allem Franzosen. Wenn du mal siehst, wie die da abgehen, ne? Also eigentlich gigantisch. Die sind da als Team gekommen, mehrere Leute zusammen und da läuft einer und der macht ein Diss oder einen Fehler. Egal, da wird gejubelt, die haben Spaß miteinander. Und die sehen es nicht als Konkurrenz an, sondern die haben Spaß mit sich selber, die haben Spaß mit ihrem Hund zusammen und als ganze Mannschaft haben die Spaß. Und das fehlt manchmal ein bisschen den Deutschen, dass da das doch ein Ticker zu verbissen ist. Da zähle ich mich auch nicht unbedingt oder ich zähle mich da schon ein bisschen dazu auch. Aber ich versuche dann doch irgendwo das auch mittlerweile eher lockerer zu sehen. Gelingt mir aber auch nicht immer. Ist ja auch menschlich, gehört ja auch teilweise dazu. Lass uns noch ein bisschen bei dem Internationalen bleiben, aber nochmal auf dich zurück als Hundesportler. Du warst FMBB-Teilnehmer. Wir haben ja schon viel über Weltmeisterschaften im Agi gehört, aber nimm uns doch mal auf die FMBB mit. Die Weltmeisterschaft der belgischen Schäferhunde im Agi. Ja, das kennt vielleicht nicht viele, das glaube ich schon, aber das ist nicht für einen selber, für mich so der absolute Höhepunkt, weil man misst sich eigentlich mit Gleiche. Ja. Man kämpft zwar gern auch gegen Portugiesen, aber natürlich, wenn du nur mit belgischen Schäferhunden startest, das hat für mich nochmal einen ganz anderen Reiz. Und für mich war das eigentlich immer im Jahr der Höhepunkt, wenn ich dort starten durfte, weil man sich dann mit der gleichen Rasse misst. Und das ist für mich faszinierend, wenn man viele verschiedene Hunde von diesen Rassen sieht und auch vor allem von den Ländern, wie die was ausgebildet haben, wie die hier ihre Hunde führen. Und
ich denke da an meine erste WM, da läufst du ein mit der Nationalhymne ins Stadion. Boah, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Das war für mich ein absolutes Highlight bis dorthin, was ich noch nie so erlebt habe und auch nie mehr danach, so extrem. Da wurde mir bewusst, du darfst für dein Land starten. Das war für mich Wahnsinn, eigentlich einfach Wahnsinn. Also das kann ich gar nicht anders beschreiben und das Gefühl wird auch nie mehr so sein. Ich freue mich immer, ganz klar, aber das, was ich da erlebt habe, das steckt in mir noch drin. Das ist Wahnsinn gewesen damals und ich werde es auch nie vergessen können. Wie hast du die Parcours denn auf so einer FMBB empfunden? Waren die vielleicht speziell für die belgischen Schäferhunde gestellt oder waren das einfach auch Parcours, wo einem sonst begegnen würden? Ja, teilweise schon. Also es war schon, mittlerweile sind wir ja sehr, sehr schnell im Parcours unterwegs, allgemein mit größeren Abständen. Und die Richter haben schon recht früh erkannt, dass die belgischen Schäferhunde eher raumgreifende Hunde sind. Und haben dann auch ihr Parcours teilweise dort ausgerichtet. Und das war natürlich auch sehr schön zu sehen, auch für mich damals, dass man dann noch versucht hat, auch dieser Rasse ein bisschen näher zu kommen und nicht nur sehr eng, teilweise war es im Deutschen nur eng arbeiten. Und da warst du auf einer Belgier-WM, dann lief der Hund, der lief da Distanzen, der lief Geschwindigkeiten. Und das war natürlich schon klasse, einfach, dass der Hund da mal laufen konnte. Und da wurde schon auch auf Rücksicht auf diese Rasse eben genommen. Wie bist du mit deinen Emotionen umgegangen, an so einer WM zu starten? Hast du dich da anders vorbereitet? Ja, ich bereite mich eigentlich vor großen Turnieren immer schon anders vor, muss man schon sagen. Der Hund wird gezielter, teilweise auf Schwächen hingearbeitet, wenn ich es noch machen kann. Und vor allem aber mich selber versuche ich da mehr in den Fokus reinzubringen, auch mehr zu fokussieren, auch in so einem Wochenende, wo WM-Quali sind oder in der FMBB, sehr strukturiert mit mir selber umzugehen und sehr fokussiert auf mich und auf meinen Hund zu sein. Also ich denke da schon, dass ich anders bin. Ich bin viel konzentrierter, wenn ich dort auf den Start gehe, weil da denke ich, solche Chancen hast du nicht jeden Tag, ne? Oder jedes Wochenende. Und da musst du versuchen, das Bestmöglichste abzurufen, was man selber kann. Deswegen versuche ich da schon auch anders zu sein. Und ich habe auch dann schon durch, selber mich vorher mehrmals massieren zu lassen, dass ich locker genug bin im Körper selber. Und dann ich auch hier mich körperlich fit gehalten, genauso natürlich auch wie den Hund auch vorbereitet, dementsprechend einfach konditionell noch besser vorbereitet zu sein. Weil solche Turniere teilweise ja auch gerade FMBB, 3 Tage lang mit vielen Läufern, mehreren Läufen, Mannschaftsläufen und es fordert ja auch sehr viel vom Hund ab. Ne? Und dann habe ich schon versucht, uns dementsprechend vorzubereiten. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du an deiner ersten WM aus deinem ersten Lauf rausgegangen bist, wie du dich da gefühlt hast? Nee, so genau weiß ich es eigentlich nicht mehr. Ich bin bloß an den Start gegangen damals und habe gedacht, boah, ich darf hier starten. Das weiß ich noch ganz genau. Der Lauf selber weiß ich gar nicht mehr. Nur das Gefühl, wo ich an den Start gegangen bin. Einfach den Stolz zu haben, dass ich überhaupt starten darf. Das war ich da. Wie ist denn so das Drumherum dort auf einer WM? Du sagst ja selber, man darf als Team Germany ja dann dort starten. Ist es dann auch wirklich so, dass es ein Team ist vom Gefühl? Ja, eigentlich schon, im Großen und Ganzen schon. Natürlich gibt es immer, den einen mag man vielleicht mehr, den anderen weniger. Aber man versucht dann schon auch, das Team selber zusammenzuhalten. Und ich hatte bis jetzt eigentlich Glück, dass es meistens hervorragend war, das Team. Und dass sich eigentlich alle sehr gut zusammengefunden haben. Viele haben sich vielleicht miteinander arrangieren können. Ja, der ist halt auch da, ja, kennt man zwar nicht so, aber nimmt man halt mal mit. Jetzt ich persönlich habe das immer ein bisschen anders empfunden. Und was mir gefällt, ist wirklich so ein Team zu sein und eine ganze Mannschaft zu sein. Weil wir haben alle das gleiche Hobby, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen dort gut sein, wir wollen als Mannschaft gut sein. Jeder hat seinen Spaß trotzdem noch gehabt. Und da zu sein einfach und auch das mitzunehmen von anderen Ländern und die Stimmung da mitzunehmen, das war hervorragend. Ist es jetzt mittlerweile dein Ziel, wenn du einen Mali-Welpen holst, auf die FMBB zu kommen? Immer, ganz klar. Das ist für mich
Das war knapp und schnell und ehrlich. Das ist ganz klar mein Ziel, auf jeden Fall. Was würde dich denn noch am meisten reizen in deinem Leben, mit deinem Mali zu laufen? Oh, ich glaube, mehr wird es da nicht geben. Und das, was ich erreicht habe, ist für mich eigentlich schon mehr, als ich jemals gedacht habe, was ich schaffen könnte mit diesem Hund. Ja, also für mich gibt es halt nichts Höheres. Ich meine, was soll denn da noch geben? Es gibt ja außer der WM für alle Rassen, gibt es ja nicht mehr viel. Ne? Man kann jetzt vielleicht noch auf ausländische Turniere irgendwo gehen, aber außer eine WM für alle Rassen, der Rest habe ich eigentlich gemacht, glaube ich zumindest. Aber das ist ja fast utopisch in Deutschland, ne? Dahin zu kommen. Aber das stört auch nicht. Wenn man mal sieht, die Qualität in den Finals in Dortmund, das ist irre. Das sage ich, die ersten 20 Plätze, die kannst du alle auf eine WM schicken. Gerade egal, wen bald, ne, die sind alles super. Und dort die Qualität zu sehen, auf was für ein Niveau dort alle laufen, war also wirklich stark, einfach stark. Das stimmt. Vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt aber mehr durch den Kopf gegangen ist, nachdem du das so gesagt hast. Denkst du, dass man manchmal vielleicht es nicht so schätzt, was man an Qualität Hund hat, oder weil man halt oft eine hohe, gute Qualität sieht, denkt, das ist so die Norm? Ja, glaube ich schon. Dass viele denken, ich kaufe mir vielleicht eine bestimmte Rasse oder eine bestimmte Linie oder eine bestimmte Zucht draußen, Hund, und dann wird es schon top, ne? Aber das ist es halt eben nicht. Ne? Da gehören so viele Komponenten dazu, da gehört die Erfahrung vom Hundeführer dazu, vielleicht auch den richtigen Trainer dazu. Ne? Und nicht jeder Hund ist für jeden Mensch geeignet, das muss man auch mal so sehen. Und es ist nicht automatisch den besten Hund, dass man das beste Team ist. Ja? Wenn ich den besten Hund habe, heißt das nur lange, dass ich vorne mitlaufen kann, sondern es ist immer das Team letztendlich, was Erfolge feiert oder eben auch nicht. Und es kommt viel auf den Hund vielleicht schon auch drauf an, aber der Mensch ist der absolute Faktor, ob das was für ihn so wird, wie er sich das vorstellt oder eben auch nicht. Und man muss manchmal vielleicht auch von seiner Vorstellung ein bisschen wegkommen, da will ich hin oder da, nicht da will ich hin, sondern da muss ich hin. Das müssen, das ist nicht immer so eine Sache. Ne? Also wollen ist schon ganz gut, aber müssen tut man mal letztendlich gar nichts. Und das ist so ein aussagekräftiger Satz, dass ich den auch so als Schluss stehen lassen würde. Außer wir haben immer noch die kurzen Fragen, kurze Antworten. Okay. Agility ist für mich. Ja, ein Hobby. Meine Hunde sind für mich. Mehr als ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Lieblingsgerät im Agi. Gibt's keins. Den wichtigsten Satz, den ich je im Training gehört habe. Das weiß ich noch wie heute. Das war ziemlich lange her, glaube um die 20 Jahre vielleicht, ja ungefähr. Da musst du jetzt aber mal dranbleiben hier. Da kannst du jetzt schon wieder aufhören, bis weil der Hund das nicht macht. Aber bis heute noch ein gültiger Satz. Ja, das hat mir damals Yvonne Heinl gesagt, beim Slalom in der Halle, das weiß ich noch, Winter, Trainingshalle, das war dreckig, aber da hat es nicht gleich so geklappt. Und die hat gesagt, nee, und da hören wir jetzt nicht auf. Agility wird sich in den nächsten 5 Jahren in Deutschland... Ich kann es nicht sagen. Ich denke immer, es gibt keine weitere Entwicklung. Aber das stimmt irgendwie nicht. Jedes Jahr kommt oder alle paar Jahre kommt was gedacht. Also ich weiß nicht, wo es hingehen kann noch. Was ich jedem Agility-Sportler mit auf den Weg geben möchte. Gebt euch und dem Hund auch manchmal etwas mehr Zeit. Auch wenn es nicht gleich alles so klappt, wie es sein soll. Manchmal brauchen auch die Hunde oder wir als Team eben die Zeit. Dieter, vielen, vielen Dank für den Einblick in das Leben von dir und deinen Hunden. Und was wir natürlich noch mit erwähnen dürfen, dich darf man auch sicherlich anschreiben, wenn man mal einen belgischen Schäferhund hat, zwecks Training oder auch Seminar. Natürlich auch alle anderen Hunderassen sicherlich. Aber natürlich, ganz klar. Auf jeden Fall darf man das. Richtig, das passt. Perfekt. Also, vielen Dank nochmal und hab noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Ich danke auch dir vielmals. War hervorragend. Hat mir echt gefallen. Super. Ich freue mich dann irgendwann mal auch den Podcast zu hören. Euch allen wünsche ich viel Spaß mit euren Vierbeinern und man sieht sich sicherlich hier oder dort mal. Ciao. Ciao.